meistens in einer erhöhten Position sind, das Blut fließt raus und dann werden die Dinger ganz schnell kalt und das möchte man verhindern. Dann sind auch schon andere Piloten oder viele Piloten umgestiegen dann zusätzlich auf beheizte Handschuhe. Da sollte man nichts Billiges nehmen, das lohnt sich nicht, das rentiert sich nicht. Grüß euch. Ja, ich muss immer wieder feststellen, dass es doch viele gibt, die einen dann so beim Auspacken der Flugausrüstung beobachten oder bei den Startvorbereitungen und doch wirklich unheimlich neugierig sind, was es denn mit dem Fliegen so auf sich hat. Es gibt viele, die interessiert sind, was braucht man zum Fliegen, welche Ausrüstung braucht man zum Fliegen, wenn man also mit einem Gleitschirm unterwegs sein möchte. Und es gibt aber auch immer wieder Piloten, die mich fragen, mit was fliege ich denn? Ja, das will ich euch heute mal zeigen. Man hat so eine bestimmte Reihenfolge, auch wenn man so zum Beispiel bevor man startet, so gewisse Checks durchgeht, wo man sich selber und seine Ausrüstung überprüft zum Beispiel. Und wir fangen da einfach mal ganz einfach von unten an, wie man das so bei einem Vorcheck auch macht. Beginnt man mit den Schuhen. Also ich persönlich fliege tatsächlich überwiegend nicht mit Turnschuhen, sondern einfach mit relativ leichten Trekkingschuhen. Die nehme ich sogar oft, wenn ich irgendwo in einer Düne fliege, im tiefen Sand. Sie bringen einfach mehr Stabilität, sie bringen Halt, gerade hier unten in das Gelenk rein. Denn wenn man doch mal etwas ungünstig mit den Füßen landet, dann ist man froh, wenn man nicht nur Sandalen anhat oder Turnschuhe. Also, ich bin auch schon mit Turnschuhen geflogen, aber dann fliegt der Sand noch schneller oben rein. Also tatsächlich habe ich meistens so relativ hohe Trekkingschuhe an. Ja? So, zur Kleidung an sich. Klar, wenn man jetzt im Sommer fliegt, irgendwo an einer Düne zum Beispiel, Dune de Pilar oder ähnliches, oder sonst in Spanien vielleicht unten auch an der Küste, dann sind die Temperaturen teilweise wirklich so, auch im Winter, dass man dann tatsächlich im T-Shirt fliegen kann. Viele machen das auch. Auch das mache ich meistens nicht. Ich habe dann doch zumindest einen Pullover an. Vielleicht wird man empfindlicher, je älter man wird, keine Ahnung. Ja, wenn man dann höher hinaus will, wenn man also eventuell auch eine gute Thermik an einem Berg erwischt oder gar auf Strecke fliegen will und man möchte wirklich richtig Höhe machen, damit man, bevor man abfliegt, dann braucht man natürlich auch wärmere Kleidung. Das geht dann nachher bei den Handschuhen weiter. Und so braucht man in der Regel immer eigentlich dann eine lange Hose. Oft habe ich dann sogar schon eine lange Unterhose drunter, was dann zum Schwitzen führt am Startplatz. Ich habe dann in der Regel ein T-Shirt, einen Pullover, eine Jacke drunter, eine Daunenjacke, eine echte Daunenjacke, also mit echten Daunen drin, und habe dann meistens eine Softshell-Jacke oben drüber. Damit bin ich so dicht eingepackt, dass ich wirklich auch Temperaturen bis minus 10, minus 15 Grad da oben auch über Stunden aushalten kann. Man muss ja eins bedenken, ich habe da oben ja auch einen gewissen Fahrtwind. Also man ist in der Regel jetzt mit dem Schirm, bin ich durchaus in der Regel mit einem Wind oder mit einer Geschwindigkeit unterwegs so von 33 km/h vielleicht. Tatsächlich, und das entspricht eben auch dem Fahrtwind, in Anführungsstrichen, den man abbekommt. Und das kühlt natürlich noch erheblich mehr aus. Darum dann auch, wenn es höher geht, dieser Zwiebelschaleneffekt, den man nutzt mit einer dichten Bepackung, damit es einmal ordentlich warm bleibt. Ja, bei den Handschuhen ist das dann so, dass wenn ich zum Beispiel Groundhandling mache, ich sehr einfache, ganz leichte Handschuhe nehme, die mit in der Regel eine Gummierung an der Unterseite haben. Da kann man im Prinzip Handschuhe aus dem Baumarkt nehmen. Die sind da super für geeignet. Die haben jetzt hier ein lustiges Rosa. Die habe ich mal entdeckt und ich mag das immer etwas knallig und etwas farbenbunt. Ja, aber die gibt es auch in diesen Blautönen und die sind da wirklich hervorragend für geeignet. Warum Handschuhe tragen generell beim Gleitschirmfliegen? Die Leinen, die an dem Gleitschirm dran sind, sind teilweise recht dünn.
Und wenn man den Schirm gerade auch beim Rückwärtsstart hochzieht und es kommt vielleicht eine Windböe, man muss irgendwo in die Leinen reingreifen, um den Schirm runterzuziehen oder vielleicht auch auf der Seite stärker zu korrigieren, dann schneiden einem die Leinen sehr schnell in die Hände rein, denn da sind wirklich Kräfte am Werk. So ein Schirm trägt einen ja auch, und wenn der eben, ich sag mal, Körpergewichte zwischen 60 bis 120 Kilo trägt, dann entstehen da Kräfte, wenn da dran gezogen wird, und dann schneidet euch das ins Fleisch. Und darum trage ich tatsächlich generell Handschuhe, beim Groundhandling sowieso. Da trage ich meistens tatsächlich diese leichten, diese kleinen, da habe ich das ideale Gefühl für die Leinen, ich kann super reingreifen, ich kann das super korrigieren, super steuern und so weiter. Wenn ich normal fliege am Berg, dann starte ich meistens mit einer leichteren Version von gefütterten Handschuhen. Das hier sind zum Beispiel jetzt einfach Handschuhe aus dem Fahrradbereich. Die sind da völlig ausreichend. Sie bieten einen gewissen Thermoschutz, einen leichten Thermoschutz, aber sobald es dann eben wirklich über längere Zeit geht, über eine halbe Stunde raus und die Temperaturen auch wirklich kalt sind, nur noch um die, was weiß ich, 8, 9 Grad und so weiter, dann friert es einen ganz schnell an die Hände. Jeder Pilot kennt das, zumal die Hände eben auch meistens in einer erhöhten Position sind. Das Blut fließt raus und dann werden die Dinger ganz schnell kalt, und das möchte man verhindern. Mit denen fliege ich meistens los, und ich befestige mir dann oben vorne an meinem Gurtzeug immer ein zweites Paar wärmere Handschuhe. Hier, das sind richtig dicke Winterhandschuhe, die ich auch beim Schlittenfahren zum Beispiel mit anziehe, um die kalten Temperaturen dort oben auszuhalten. Denn wie gesagt, wir haben da oben auch mal, das können dann eben auch mal so, selbst in Andalusien, in Südspanien im Winter, da oben um die 0 Grad werden oder auch eben teilweise leicht die Minusgrade. Und dann, wenn ich da länger als eine Stunde oben bin, dann brauche ich warme Handschuhe. Und wenn es richtig lang werden soll und wenn es richtig kalt wird oder noch kälter, dann sind auch schon andere Piloten oder viele Piloten umgestiegen dann zusätzlich auf beheizte Handschuhe. Da sollte man nichts Billiges nehmen, das lohnt sich nicht, das rentiert sich nicht. Also gute beheizte Handschuhe, sage ich mal, gehen mal mindestens, ich sag mal, bei 90, 100 Euro los. Bei diesen Handschuhen, die ich hier jetzt zum Beispiel habe, die haben den Vorteil, dass die Handfläche oben beheizt ist, aber auch die Finger, und zwar bis vorne hin. Und das ist ganz wichtig, denn die Finger sind das, was euch beim Fliegen richtig kalt wird, und selbst der Daumen ist hier beheizt. Das ist ein ganz großes Plus von diesen Handschuhen. Da gibt es die einfacheren Varianten, die komplett beheizt sind, so ab 120, 130 Euro. Das ist jetzt hier ein Pärchen, die haben zwischen 150 und 160 Euro gekostet. Die sind dann natürlich akkubetrieben, das heißt, die haben einen Akku hier hinten drin. Wenn ich diesen Reißverschluss hier, diesen wasserdichten Reißverschluss öffne, dann komme ich an das Akku-Pack dran, das sind 7,4 Volt. Aber da gibt es Unterschiede. Manche Handschuhe halten dann nur vielleicht 3 bis 4 Stunden bis 5 Stunden. Die sind jetzt zum Beispiel, können die auch bis zu 9 oder 10 Stunden aushalten. Ich habe bei diesen Handschuhen hier einen Einschaltknopf zum Beispiel. Da kann ich drauf drücken, und anhand, da ist eine LED drunter, die kann man recht gut erkennen tatsächlich, auch bei hellem Licht, eben gerade auch bei Sonnenschein, muss man sie vielleicht bloß leicht in Schatten drehen, und bevor ich sie anziehe, starte ich sie eigentlich. Weil ich habe dann in der Regel die leichteren Handschuhe ausgezogen und ich stecke sie mir immer in die Jacke und hole dann einen nach dem anderen von diesen Handschuhen raus zum Beispiel, drehe ihn in den Schatten und dann drücke ich auf den Einschaltknopf, in diesem Fall hier. Kann auch mit einem kurzen Drücken an diesen Punkten erkennen, wie viel Ladung die denn noch haben. Ja, ich habe hier jetzt 4 Ladepunkte, die mir anzeigen, eben 100%, 75%, 50% oder 25%. So kann ich das ganz gut kontrollieren. Also das finde ich sehr vorteilhaft bei diesen Handschuhen, dass ich von vornherein schon mal weiß, bevor ich starte überhaupt, habe ich denn noch genug Saft drin? Was erwarte ich für eine Flugzeit eventuell? Manchmal wird es ja auch unerwartet mehr. Und so kann ich vorher schon mal abschätzen, wie ist die Ladung der Handschuhe, und kann dann hier, wenn ich sie eingeschaltet habe, in diesem Fall ein langer Druck, dann habe ich hier 5 Stufen, die sich farblich verändern an diesem Punkt, um zu sehen, welche Wärmestufe ich eingeschaltet habe.
Meist reicht bei mir hier schon die Wärmestufe, also die zweitniedrigste, aus. Ja, um den Hals herum machen wir weiter. Da, wenn man gerade längere Zeit oben auch in der Luft ist und es wird kälter, dann fliegen eigentlich alle Piloten mit einer Art Thermoschutz. Ich habe hier so eine Maske, die ich mir erst immer hier unten hinziehe und dann, je nachdem wie kalt es wird, ziehe ich sie immer weiter hoch bis nachher über die Nase, um einfach den Gesichtsbereich zu schützen. Die Augen schütze ich auch noch. Ich fliege generell mit einer Brille. Viele setzen ganz einfache Sonnenbrillen auf. Ich halte von normalen Sonnenbrillen nichts. Klar kommt es darauf an, dass sie einen UV-Schutz haben zu 100%. Das ist ganz wichtig. Was aber die wenigsten auf dem Radar haben, das UV-Licht ist nur ein Teil der Strahlung, die unser Auge schädigt. Ich bin da auf der Messe in Sindelfingen damals unten schon das erste Mal auf einen Anbieter gestoßen aus der Schweiz, der sehr gute Brillen anbietet, die zusätzlich zu dem UV-Licht auch das Blauspektrum rausfiltern. Das Blauspektrum ist das, der Lichtanteil nach dem UV-Licht, der den höchsten Energieanteil hat. Ja? Und der auch ebenfalls bei uns ins Auge eindringt und hinten die Netzhaut schädigt. Das wird völlig unterschätzt tatsächlich. Nicht umsonst tragen eigentlich die ganzen Berufspiloten in der Luftfahrt immer Sonnenbrillen und möglichst auch mit einem Blaulichtfilter. Gut, das Fabrikat dort ist sehr, sehr teuer und ich habe dann lange gesucht und lange recherchiert, bis ich eine Brille gefunden habe oder bis ich Brillen gefunden habe, die den höchstmöglichen Blaulichtanteil noch zusätzlich mit rausfiltern, also zusätzlich zu dem UV-Anteil, aber noch eine Verkehrszulassung haben. Nicht jede Blaulichtfilterbrille hat auch automatisch eine Verkehrszulassung. Und das kann versicherungstechnisch nicht nur beim Fahren natürlich etwas ausmachen, sondern unter Umständen auch beim Fliegen, wenn ein Unfall passiert. Für, ich sag mal, leichtere Sonnentage oder wo nur ganz wenig Sonne mal durchkommt, es gibt immer mal Tage, wo man dann trotzdem sehr gut fliegen kann, habe ich hier eine günstige Variante um die 20 Euro. Das ist eine Univet. Muss ich kurz nach dem Modell gucken. Dazu brauche ich wieder eine andere Brille. Eine Univet, und zwar Modellnummer 553. Diese Brillen haben den Vorteil, dass sie aus Vollkunststoff sind. Sie sind unglaublich flexibel und extrem robust. Sie sind auch sehr, sehr kratzstabil, muss ich sagen. Denn im Vergleich auch zu diesem sehr teuren Fabrikat, was dort angeboten wird, so um die 300 Euro liegen die in der Regel, die haben nur eine Beschichtung vorne drauf. Wenn ich da einen Kratzer drauf mache, ist die Beschichtung durch. Also ich sehe hier den Vorteil, 20 Euro, wenn ich da einen Kratzer reinmache, naja, dann denke ich mir auch mal schnell, okay, dann hole ich mir eben eine neue. Wie gesagt, sehr robust, für etwas weniger, wenn die Sonne mal nicht ganz so intensiv ist, völlig ausreichend. Also ich habe das auch getestet. Es gibt so Testplättchen, wo man dann mit speziellen Lampen die Durchlässigkeit des Blaulichtanteils messen kann. Und die ist wirklich verdammt gut schon. Ja? Wenn es aber richtig knallt, richtig die Sonne runterlässt, so wie jetzt, ihr seht, das Licht, die Sonne kommt direkt von vorne. Ich habe im Moment keine Sonnenbrille auf und habe meine Augen trotzdem voll offen. Es ist sehr angenehm mit dieser Brille. Auch diese Brille hat eine Zulassung für den Straßenverkehr. Das ist eine Prisma Classic, und zwar die Light. Naja, es steht L-I-T-E drauf. Also die liegt so etwas über 60 Euro und hat aber tatsächlich noch einen höheren Blaulichtfilter als diese Brille. Das ist die Brille mit dem höchsten Blaulichtfilteranteil, die ich mit einer Verkehrszulassung überhaupt gefunden habe. Und ich habe wirklich, wirklich lange recherchiert. Also diese Brille ist auch wirklich hervorragend. Sobald ich die aufsetze, entspannen sich sofort meine Augen. Das ist wirklich fantastisch. Ich brauche also keine abdunkelnde Brille. Was hat es mit den abdunkelnden Brillen auf sich?
als Sonnenbrillen entwickelt wurden, hatten sie einfach nur eine Tönung drin, die also im Prinzip die Intensität oder die Lichthelligkeit aus der Sonne rausgenommen haben. Und dann musste man nicht so blinzeln, man fühlte sich nicht so geblendet. Der grandiose Nachteil dieser Brillen damals war, und da haben sich viele Leute in den früheren Generationen ihre Augen auch mit geschädigt, dass man nicht gewusst hat, dass es eben den UV-Anteil gibt im Licht, der durch das Glas ja eintritt und voll durchknallt und hinten auf die Netzhaut brennt. Und das Problem ist, wenn ich eine dunkle Brille aufsetze, und das ist eigentlich der Hauptknackpunkt, dann weiten sich meine Pupillen. In dem Moment, wo sich die Pupillen weiten, kann noch mehr Licht eindringen. Die Iris, die vorne, die macht ja nicht umsonst diese Schutzreaktion, dass sie, umso mehr ich ins Licht gucke, sie immer weiter zumacht, ja, um hinten die Netzhaut zu schützen, um den Lichteinfall, die Menge des Lichtes einfach zu reduzieren. Das ist eine Schutzfunktion für das Auge. Setze ich eine dunkle Brille auf, gehen diese Pupillen auf, und in dem Moment jagt das UV-Licht voll durch und eben aber auch der Blaulichtanteil, den man so jetzt gar nicht wahrnimmt mit einer dunklen Brille. Ja? Darum haben dann die Brillen einen UV-Lichtfilter bekommen, sind dann oft immer noch getönt. Auch da passiert es wieder. Das UV-Licht wird zwar rausgefiltert, die Pupillen gehen auf, aber der Blaulichtanteil jagt voll durch. Und der Blaulichtanteil und der UV-Lichtanteil zusammen sind für die Augenerkrankungen im Alter in erster Linie verantwortlich, wie zum Beispiel grauer Star, grüner Star auch teilweise, aber eben auch die Makuladegeneration. Ich glaube, mehr als 50% der älteren Semester über 70 bekommen akute Probleme mit der Makuladegeneration. Da gibt es verschiedene Ausführungen, die in der Regel aber irgendwann auch mal zur Blindheit führt. Ja, da kann man gewisse Behandlungen machen, und gerade wenn es die feucht ist, kann man das stoppen. Aber meist ist das fortschreitend dann mit einer trockenen Makuladegeneration, und dann wird man irgendwann blind. Und das ist in erster Linie tatsächlich davon abhängig, wie viel Licht habe ich in meiner Jugend über mein Auge hinten auf die Netzhaut bekommen. Und darum trage ich eigentlich, sobald ich rausgehe und es etwas heller ist und die Sonne etwas Intensität hat, trage ich diese Brille. Gut, soweit mal zu Brillen. Bei der Prisma hier wird immer eine Stofftasche mitgeliefert. Und jetzt so ein bisschen so eine Mikrofaseroberfläche, damit kann man immer gleich die Brillengläser putzen. Auch nicht schlecht. Ja, was setze ich auf den Kopf? Ich habe hier in meinem Fall einen Charlie, den Loop, diesen Helm. Warum nehme ich diesen Helm? Gut, ich mag jetzt vom Optischen her nicht unbedingt diese Integralhelme. Manche sagen, man hat einen besseren Schutz vorne um das Kinn herum und für das Gesicht. Wenn man sich aber mal die Unfallstatistik beim DHV anschaut, dann sieht man, dass die Kopfverletzungen in der Regel sowieso äußerst selten sind. Ja, und wenn, dann auch nur geringfügig. Und das ist auch, hat dann oft nichts mit Kratzern oder großen Verletzungen direkt im Gesicht zu tun, sondern eher mit einer Gehirnerschütterung. Darum trage ich einen Helm, der vorne offen ist. Ich kann meine Brille sauber aufsetzen. Ich kann bei diesem Helm wählen, ob ich dann eben noch die Ohrpolster dran mache, gerade wenn es sehr kalte Luft ist oder eben hoch raus geht und ich länger fliegen will, dann setze ich selbst teilweise in Südspanien die Ohrpolster an, damit ich mir meine Öhrchen nicht abfriere. Übrigens für alle Piloten, die genauso wie ich ja einen recht großen Kopf haben, der dazu auch noch recht oval und recht länglich ist oben, da hat man oft die Probleme, dass die Helme vorne drücken auf die Stirn und man kriegt dann schnell Kopfschmerzen. Und der Charlie Loop war für mich tatsächlich der einzige Helm, der keinen Druck ausübte auf meine Stirn. Ich habe einen Kopfumfang von 62 cm und wie gesagt, er ist aber eher oval und recht länglich geschnitten. Und das war, wie gesagt, der einzige Helm, mit dem ich keine Probleme habe, der also keine Druckstellen verursacht und der sich angenehm tragen lässt. Ja, zum Fliegen in der Luft benutzen viele Piloten ein Variometer. Ein Vario zeigt einem an, zum Beispiel, ob man steigt oder ob man fällt. Das zeigt es einem durch einen Piepston an. Diese Varios gibt es dann in immer höherer Ausstattung, mit bis hin, dass man eine optische Anzeige kriegt, zusätzlich zu dem Piepston, ob man steigt oder ob man sinkt.
mit Anzeigen über den Grund, über die Flughöhe, die man gerade hat, auch über die Höhe über Grund oder auch die Höhe eben insgesamt, in der man sich befindet, über Meeresspiegel. Das ist im Fliegerischen sehr wichtig, speziell wenn man in gewisse Höhen kommt, dann muss man die Lufträume einhalten und gewisse Regeln einhalten. Und Luftraumrecht wird sehr streng geahndet und da nutzen dann viele Piloten, speziell wenn sie auf Strecke gehen, man nennt das XC auch, dann nutzen sie regelrechte Flugcomputer. Auch ich nutze einen Flugcomputer. Ich habe hier den Flugcomputer von der Firma Skytrax. Das ist hier der Skytrax 3.0. Dieser Computer hat ein sehr großes Display in Farbe. Und das ist bisher immer noch die Ausnahme. Dieses Farbdisplay ist selbst bei extremer Sonneneinstrahlung sehr, sehr gut abzulesen. Also das glaubt man gar nicht. Da kann direkt die Sonne draufstehen und ich kann das Display hervorragend erkennen. Das ist ganz super. Ich habe die Möglichkeit, eben über die verschiedenen Anzeigen, die man sich dort einblenden lassen kann, auch sogar diese Anzeigenzusammenstellung selber zu konfigurieren, also eine eigene Zusammenstellung zu kreieren. Das kann man dort machen. Und was aber gerade in dem Bereich Streckenflug sehr von Vorteil ist, da habe ich hier in diesem Computer Luftraumkarten drin abgespeichert. Ja, und zwar von extrem vielen Ländern auf dieser Welt. Das ist bei dem Preis mit inbegriffen. Wer sich etwas auskennt und weiß, was eine ICAO-Karte kostet, das sind also spezielle Luftraumkarten von den einzelnen Ländern oder Regionen, die kosten richtig viel Geld. Und hier ist so viel Luftraum drin, hier sind so viele Länder komplett mit drin. Und dann gibt mir dieses Gerät vorher eine Warnung, ob ich mich dem Luftraum annähere oder ob ich mich sogar schon in diesem Luftraum drin befinde, in dem ich nichts zu suchen habe. Auch das in Farbe sogar. Und das ist sehr gut, denn wer ICAO-Karten kennt, dann sind da die verschiedenen Lufträume unterschiedlich farblich auch markiert und man kann sehr schnell zuordnen, oh, ist das jetzt eine Kontrollzone von einem Flughafen oder ist das vielleicht ein militärisches Gebiet, in das ich da vorne vielleicht einfliegen würde, wenn ich jetzt die Höhe beibehalte und weiterfliege. Das kann ich mir alles anzeigen lassen und kann mich auch warnen lassen, entsprechend frühzeitig. Ja. Der Bauer guckt etwas kritisch. Na nun, was macht der da an meinem Feld? Ich mache nichts. Der tut nichts. Okay. Machen wir weiter mit dem Gurtzeug. Ich fliege ein Gurtzeug und zwar mit einem festen Protektor unten drin. Dieser feste Protektor, ein fester Protektor bietet in der Regel tatsächlich doch immer noch einen höheren Stoßdämpferschutz, sage ich mal, als Luftstauprotektoren, also wodurch ein Luftstau, der erzeugt wird, ein Luftpolster hinten zwischen den Schichten entsteht. Und bei diesem festen Protektor, der aber auch trotzdem extrem leicht konzipiert ist, habe ich einen super Schutz, wenn ich mal mit dem Popo landen muss. Das ist mir schon diverse Male passiert, freiwillig, unfreiwillig, je nachdem. Und dann ist man froh tatsächlich, wenn man einen Protektor hat. Also ich halte nichts von Gurtzeugen, die keinen Protektor haben, generell. Was für ein Gurtzeug habe ich gewählt? Ich habe hier ein MK-Spezial. Dieses Gurtzeug wurde von Mike Küng entwickelt. Man kann mit diesem Gurtzeug ganz hervorragend Groundhandling machen, aber eben auch fliegen. Und für mich ein sehr wichtiges Kriterium ist zum Beispiel, wie gut komme ich denn in das Gurtzeug rein, wenn ich gestartet bin, und vor der Landung, wie gut komme ich denn aus dem Gurtzeug raus und habe eine relativ natürliche Haltung, damit ich in den Laufmodus übergehen kann, sobald ich den Boden berühre. Und das funktioniert bei diesem Gurtzeug ganz hervorragend. Aber man muss eines dazu sagen, dieses Gurtzeug ist nichts für jedermann oder vielleicht auch speziell jeder Frau. Denn es hat eine ganz besondere Eigenschaft und zwar, wenn man in Thermik einfliegt oder in Thermik fliegt und speziell umso ruppiger sie wird, dann wird das mit diesem Gurtzeug spannend. Dieses Gurtzeug hat die Eigenschaft, die Rückmeldungen und die Belastungsunterschiede, die an den Tragegurten vom
Gleitschirm nach unten weitergegeben werden, wenn es oben ruppelt in der Thermik, dann gibt dieses Gurtzeug mir das ungefiltert weiter. Es hat keine Kreuzverspannungen hinten drin, wie bei vielen anderen Gurtzeugen, die dadurch ein gewisses gedämpftes Gefühl erzeugen, einen gewissen Luxus erzeugen. Das hat dieses Gurtzeug nicht. Ich fliege mit diesem Gurtzeug von Anfang an, weil mein Gedanke dabei war, erstens mache ich sehr viel Groundhandling, das macht mir super Spaß, man lernt dabei extrem viel, und zweitens, wenn ich in Thermik einfliege, kriege ich von Anfang an sehr schnell und alle feinen Meldungen auch sofort nach unten durchgemeldet. Ja? Gerade wenn man Anfänger ist und so weiter, fand ich das als Vorteil, dass ich sofort jede Kleinigkeit spüre, was da oben passiert. Man sammelt dadurch, finde ich, sehr, sehr schnell sehr gute Erfahrungen. Ich habe das also nie bereut, dieses Gurtzeug gekauft zu haben. Ich bin davon nach wie vor total überzeugt. Es hat hier hinten so eine Neopren-Rückentasche, wirklich ein großes Fach. Also ich habe in der Regel tatsächlich alles, was ihr jetzt hier vorne seht, da hinten mit dabei und teilweise auch noch Kameraausrüstung. Das passt da wunderbar rein. Auch Trinken passt dann noch mit rein. Was nicht so jetzt reinpasst, ist ein normaler Schirm. Wenn ich jetzt einen Leichtschirm hätte, den fein zusammenpacke und vielleicht nicht ganz so viel mitnehme, würde man das vielleicht reinkriegen. Ja? Dann kann man dieses Gurtzeug, wie ich das nämlich auch meistens mache, ich stelle den Schirm hier vorne rein, mache den vorne zu und nehme dann hier die Schlaufen und mache sie mir trotzdem drüber und dann trage ich den praktisch wie ein Reverse-Gurtzeug, also was man drehen kann, wo man dann diese Rucksackfunktion hat. Das kann ich mit dem im Prinzip auch machen. Ist etwas unbequemer, aber normalerweise laufe ich nie so lange. Ich habe ja meinen Schatz, den ich holt. Genau, kennt er ja. Okay, so. Natürlich hat auch dieses Gurtzeug eine Rettungsfunktion. Also hier ist auch ein Retter unten drin. Ich habe den Retter hier, bei diesem Gurtzeug ist der auf der rechten Seite. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man kann das Gurtzeug auch bestellen, möglicherweise jetzt mit einer linken Retterauslösung, also auf der linken Seite. Bin ich mir aber nicht sicher. Guckt einfach mal nach. Ich habe hier also den Retter auf der rechten Seite. Ich habe hier die großen Fenster drin, wo mir hier diese stabilen Kunststoffschnüre, Stäbe, also flexibel sind sie auf jeden Fall, durchführen. Und ich kann das sehr, sehr gut kontrollieren. Sind die noch sauber drin? Das ist auch sehr gut gestaltet. Also ich habe hier bisher bis auf einmal noch nie gehabt, dass mir einer aus Versehen rausgerutscht ist. Natürlich sollte man vor jedem Start, und das tue ich tatsächlich auch, immer kontrollieren, sind sie alle noch drin in den Schlaufen, denn die verschließen den Rettungscontainer. Man möchte ja nicht starten, 10 Meter in der Luft und dann plötzlich fliegt einem die Rettung raus. Sieht scheiße aus. Alle freuen sich, nein, braucht man nicht, das ist unnötig. Genau. Okay, das soweit mal zu dem Gurtzeug. Natürlich hat das auch einen Beschleuniger dran. Ich habe hier vorne so eine ganz leichte, einfache Carbon-Speedbar und habe mir zusätzlich noch ein paar Rückholgummis dran gemacht, sodass es mir den festen Anteil der Speedbar bis hinten an den Sitz wieder ranzieht, dann schlackert mir da nichts rum. Gerade beim Starten oder auch beim Landen nachher, wenn dann da unten irgendwo was rumflattert, möchte ich nicht das Risiko haben, dass ich irgendwo hängen bleibe. Ja, kommen wir noch zum letzten Ausrüstungsgegenstand, den man zum Fliegen braucht. Ein Gleitschirm. Ihr seht jetzt schon, oder ihr habt das auch auf den Videos wahrscheinlich schon gesehen, ich fliege einen U-Turn. Es gibt wirklich sehr viele Gleitschirmhersteller. Und die machen auch wirklich, ich sag mal, alle bestimmt ihre guten Schirme, speziell auch für bestimmte Bereiche, wo sie noch ihre Vorteile haben. Ich fliege jetzt hier immer noch einen A-Schirm. Ja, nach über 3 Jahren fliege ich immer noch einen A-Schirm. Warum? Weil ich auf dem A-Schirm erstmal wirklich das Fliegen lerne. Ja, ich habe eine Sicherheit, die mir dieser Schirm gibt, und kann mich so viel mehr auf das Fliegen konzentrieren, darauf zu konzentrieren, zu lernen, was da oben passiert, das hinterher zu reflektieren nach jedem Flug, was ich erlebt habe oder was ich hätte besser machen können. Ihr seht das ja auf den Videos schon, ich lasse in der Regel oder meistens
Claudia, mitfilmen, wenn ich starte, so kann ich jeden Start auch analysieren. Ja? Das mache ich nach wie vor. Das ist hochinteressant, hochspannend. Da kann man jede Kleinigkeit, jeden kleinen Fehler nochmal erkennen und für sich sagen, okay, das kann man besser machen. Ja, also ein A-Schirm. Ich halte nichts davon, zu früh auf einen B-Schirm umzusteigen, nur nach dem Motto, die fliegen ja alle mit B-Schirm. Das sieht ja doof aus, wenn ich jetzt auch mit einem A-Schirm hier auspacke und so weiter und fliege. Nö, überhaupt nicht. Ihr müsst auch eins wissen, mit einem A-Schirm, dadurch, dass er in der Regel etwas langsam ist, habe ich den Vorteil, wenn ich nur am Hausberg fliege, also nicht auf Streckenflug gehe, wenn ich nur am Hausberg fliege, habe ich mit einem A-Schirm eigentlich in der Regel immer einen Vorteil, ganz besonders in der Thermik. Ja? Ich kann mit einem A-Schirm in der Regel auch sehr problemlos starten und habe dann speziell eben, wenn es thermisch wird oder wenn ich Thermik nutzen möchte, den Vorteil, dass ich mit einem A-Schirm in der Regel viel, viel enger drehen kann. Ich habe das auch mit meiner Susi, ich habe also auch von Nova noch eine Susi. Das ist auch ein A-Schirm mit einer sehr kurzen Streckung, auf dem ich dann sogar auch meinen A-Schein damals gemacht habe, auch die Prüfung geflogen habe. Dieser Schirm hat den Vorteil, durch seine kurze Streckung ist er extrem wendig, hat aber eine unglaubliche Kappenstabilität. Also es gibt wahrscheinlich kaum einen Schirm, der so eine stabile Kappe hat, auch in unruhiger Luft. Also wer da extrem Wert drauf legt, auf diesen Sicherheitsfaktor in sehr thermischer Luft, der hat da vielleicht sogar noch den allerbesten Schirm, ja, den man nehmen kann. Und der ist extrem wendig, man kann mit dem ruckzuck eine 8 fliegen. Geht mit dem aber auch. Ja. Bedarf vielleicht ein, zwei Übungen mehr, geht mit dem dann aber auch. Dieser Schirm hat dann, oder ein A-Schirm hat dann einfach den Vorteil, dass ich in der Thermik, dadurch, dass ich langsamer fliege, die Kreise enger drehen kann. Und so kann man tatsächlich auch Hochleisterschirme, wie man so schön sagt, innen ausdrehen. Ja, die haben also im Prinzip, ich habe das schon oft gemacht, dass sie dann tatsächlich um mich herum geflogen sind. Und ich im Prinzip innen drin, dadurch, dass ich die Thermik am besten zentrieren konnte, bis zum höchsten Punkt fliegen konnte. Ja? Wenn ich dann zum Beispiel weiterfliegen wollte. Also wie gesagt, mit einem A-Schirm habt ihr am Hausberg keinerlei Nachteil zu den Hochleistern, ja, oder zu höherwertigeren oder höherleisteren Schirmen, wie einem B-Schirm zum Beispiel. Ja. Viele machen den Fehler, dass sie auf den B-Schirm umsteigen, sehr früh oder direkt nach der Schulung und sich als erstes gleich einen Low-B, also einen tiefen B-Schirm kaufen und sich dann aber trotzdem unwohl fühlen und dann auch Probleme haben und sich schwer tun mit dem tatsächlichen Fliegen lernen, das ja eigentlich erst nach der Ausbildung dann beginnt. Wenn man fliegt dann, und diesen Stress könnt ihr euch echt ersparen, fliegt erstmal einen A-Schirm. Ich kenne auch viele Piloten, die schon Jahre, Jahrzehnte fliegen, die, wenn sie nur Spaß haben wollen und entspannt fliegen wollen und ein bisschen Thermik fliegen wollen, so am Hausberg, dann packen die einen A-Schirm wieder aus. Also, wie gesagt, ihr habt da keinen großen Nachteil. Okay, ja, ich fliege hier ein Emotion 3. In der Größe M, das heißt, er hat ein Startgewicht von 85 bis 105 Kilo mit einem erweiterten Startgewicht bis 120 Kilo, wenn ich zum Beispiel einen Motor mit dranhängen möchte. Dieser Schirm ist auch robust gebaut, es ist kein Leichtschirm, er ist sehr robust gebaut. Damit könnte ich auch Windenstart machen. Außerdem haben die schwereren Schirme einfach auch den Vorteil, dass sie eben nicht so schnell verschleißen und wenn ich irgendwo liege und mache einen Hangstart beispielsweise und es ist mal etwas windiger, dann hat man mit dem Leichtschirm sofort das Problem, dass der schon anfängt zu schlagen und rumzufliegen und der bleibt einfach noch etwas länger liegen. Ja? Also er ist etwas stressfreier. Ja? Starten kann man den genauso, speziell bei sehr wenig Wind. Ich kann diesen Schirm ganz hervorragend auch bei Nullwind sogar starten. Das geht. Man muss das vorwärts starten. Viele machen das nicht mehr nach der A-Prüfung, wenn sie ihren Schein bekommen haben. Dann versuchen die alle nur noch rückwärts zu starten und im Prinzip hinterher können sie alle nicht mehr vorwärts starten. Und dann habe ich den Vorteil, wenn dann die Startplätze voll sind und es ist kein Wind, aber ich weiß, dass draußen Thermik ist, dann lege ich meinen Schirm hin, starte vorwärts raus und die anderen warten immer noch und stehen da immer noch eine halbe Stunde später auch noch rum. Bloß weil sie für den Rückwärtsstart nicht genug Wind haben. Ja, also Vorwärtsstart üben ist immer von Vorteil. Man kommt da mit mehr in die Luft als andere. Ja, okay, soweit zum Schirm.
Ich denke, es wird aber langsam Zeit, dass ich mir einen anderen Schirm besorge. Bin eben zwischenzeitlich sehr, sehr viel geflogen. Ich fliege auch extrem, wirklich extrem turbulente Thermik, zerrissene Lähthermik und so weiter. Also ich habe da auch etliches an Klapper-Erfahrungen in Zwischenzeit. Manche sagen immer, wenn man sich einen Klapper zieht, dann hat man schon was falsch gemacht. Könnte man vielleicht so sagen, dass man die falsche Entscheidung getroffen hat, dass man da immer noch vorhanden ist. Aber manchmal ist es bis zu einem gewissen Grad, wenn man denn noch höher machen möchte, ja, von Vorteil, diesen kleinen turbulenten Bereich vielleicht dann doch zu umfliegen, aber trotzdem in der etwas strengeren Thermik zu bleiben und dann eben noch weiter Höhe machen zu können, wenn man zum Beispiel auch auf Strecke gehen will. Ja? Da ist natürlich ein A-Schirm hervorragend insgesamt, was wie gesagt die Sicherheit angeht. Und da werde ich jetzt aber, denke ich, auf einen anderen Schirm umsteigen, im B-Bereich. Ich spiele da mit dem Gedanken, mir einen Vision von U-Turn zuzulegen. Warum wieder ein U-Turn? Weil diese Schirme extrem leicht im Handling sind. Sie sind extrem leicht zu starten. Sie neigen in der Regel nicht sonderlich zum Überschießen. Machen alles andere Schirme auch nicht so. Aber wer viel in der Schulung unterwegs war, der kennt diese Schirme, der weiß, dass die wirklich extrem simpel und einfach im Handling sind und trotzdem eine extrem hohe Sicherheit bieten. Und das ist mein Gedanke. Bei dem Vision, auch der soll sehr leicht zu starten sein, hat natürlich eine fantastische Gleitzahl, wie sie anscheinend wohl eher dann nur noch im C-Bereich zu finden ist. Ja, ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig. Kennt ihr andere Schirme, die andere Hersteller, die vielleicht ähnliche Leistungen bringen in diesem hohen Bereich beim B, also im High-End-B-Bereich. Ja, wenn ihr dazu Anregungen habt, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare, gebt mir mal vielleicht einen Tipp, was ich mir noch angucken kann. Ich bin immer für solche Dinge offen und gucke mir das sehr, sehr gerne an, was ihr da so mir empfehlen könnt vielleicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, jo, gebt mir einen Daumen hoch, guckt wieder rein. Wir sehen uns in der Luft.